Hallo Leute und willkommen zu einem kleinen Infovideo, in dem ich heute mal so ein bisschen über ein paar zukünftige Serien und ein paar Ankündigungen reden möchte. Falls ihr euch jetzt wundert, ich habe zwei Kanäle abonniert, ich habe zweimal das gleiche Video, das soll so sein. Ich werde dieses Video hier, was ihr jetzt hier gerade seht, sowohl auf dem FIFA-Base-Kanal als auch auf meinem privaten... Ja, privat ist es jetzt nicht so wirklich, aber halt auf meinem Zweitkanal hochladen. Also wundert euch nicht, wenn ihr zweimal das gleiche Video seht mit unterschiedlichen Titeln. Das ist jetzt hier ein und dasselbe Video, exakt der gleiche Inhalt. Also nicht wundern, ich habe es nur zweimal hochgeladen, falls einige nur einen Channel abonniert haben und so weiter. Die Themen könnt ihr natürlich überspringen, wenn ihr möchtet, aber mir liegt natürlich beides am Herzen. Also machen wir einfach mal weiter. Also... Ich möchte jetzt am Anfang erstmal über den FIFA-Base-Kanal reden, danach über meinen der TBM-Kanal und dann über noch was anderes. Also fangen wir gleich mal an. Ich will noch nicht zu lange rumquatschen. Im Hintergrund keine Ahnung, was ich hinpacke. Ich denke mal ein paar Pack-Openings, die ich noch so habe. Und das hat absolut nichts mit dem Video zu tun. Ich möchte einfach nur keinen schwarzen Bildschirm haben. Vielleicht hätte ich mal einen Cam besorgen sollen, aber das ist eine andere Sache. Und egal, wurscht. Also, FIFA-Base. Ja, wir haben momentan... Drei Serien müssten es sein, mit Two Heads, Foot und Karrieremodus. Ich hoffe, ich habe absolut nichts vergessen. Und ein bisschen was könnte ja noch kommen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Einige haben sich ja, ich glaube einer war es nur, oder zwei, haben sich ja auch irgendwie einen zweiten Karrieremodus gewünscht. Also neben dem Hauptkarrieremodus mit Mainz. Wäre eigentlich auch gar nicht so schlecht. Allerdings ist das jetzt hier nicht das Thema. Also eine neue Serie würde noch gerne bei mir bereitstehen. Ich hatte so ein bisschen die Idee, weil ich halt nicht jedes Jahr das gleiche machen möchte, dass ich vielleicht dieses Jahr mal Standard Road to Glory mache, sprich einfach von null anfangen und schauen, wie weit man kommt. Ist natürlich jetzt schon ein bisschen spät, ne? Also wir hatten jetzt schon lange die Anfangszeit um von FIFA 16 und sind jetzt mittlerweile schon so in dem Team of the Year Modus schon fast. Nach dem Market Crash jetzt Black Friday und Cyber Monday und so weiter. Aber trotzdem würde ich mir das schon gerne vorstellen können, dass man das schon spaßig machen kann, weil ich will nicht jedes Jahr das gleiche mit Packen wie es machen, weil so ein Pack Road to Glory ist schon echt nice, muss man halt so sagen, aber 3 Jahre hintereinander wird dann auch schon langweilig. Allerdings, wenn ihr irgendwie Bock auf irgendwas habt, dann schreibt es jetzt mal ruhig in die Kommentare, weil das ist jetzt hier so ein Video, wo ich mich auch informieren möchte, was ihr gerne sehen wollt, weil im Prinzip geht es ja auch eher darum, weil ich mache die Videos ja, damit sie gesehen werden und weil es mir Spaß macht. Und wenn ich sie nur aus Spaß mache und die nicht gesehen werden, dann macht es mir auch nicht mehr so viel Spaß. Also so ein Zwischending halt, weil ich wahrscheinlich für alles genug Motivation finden dürfte. Bei so Sachen wie Squad-Bildern und vielleicht Reviews wird es ein bisschen schwer, weil ich ja halt nicht so oft so viel FIFA spiele, weshalb man vielleicht da erschauen müsste, ob man vielleicht ein bisschen mehr Zeit aufbringt, um FIFA 16 zu spielen. Und die Road to Glory, die ich jetzt gerade angesprochen habe, diese Oldschool Road to Glory, die wäre so meine erste Idee gewesen, dass die vielleicht kommen könnte. Und dann vielleicht auch zu Foot Rivals, was ja letztes Jahr echt sehr beliebt war, was mich sehr gefreut hat. Es hängt immer so ein bisschen von den Münzen ab. Ich hätte schon Bock, dieses Jahr das wieder zu machen, allerdings wird es vielleicht wieder ein bisschen dauern. Und dann mal schauen, wie ich das mache, ob ich dann einfach die Derbys nehme, die wir schon hatten, beziehungsweise halt... Jedes Derby ist wieder frei und ich kann dann nehmen, welches ich möchte oder ob ich jetzt die Derbys nehme, die wir eben noch nicht hatten. Das ist dann was anderes und kommt dann gleich nochmal als Thema ran. Aber das ist jetzt momentan noch nicht geplant, muss ich sagen. Aber wenn ihr sagt, oh, Foot Rivals war so beste, mach es bitte, dann werde ich natürlich schauen, dass ich es schnellstmöglich hinkriege, das zu machen, weil das hat mir auch schon sehr Spaß gemacht. War wirklich scheiß viel Arbeit halt, aber hat echt Spaß gemacht. Gut, das war's mit FIFA Base, also mit dem Kanal. Erstmal kommt gleich noch ein anderes allgemeines Thema. Jetzt kommt erstmal mein Zweitkanal ran, wo ich ja jetzt welchen haben wir denn heute? Den dritten, glaube ich. Das Video durfte immer kommen. Sagen wir mal, vor knapp einem Monat habe ich ja die FM15-Serie beendet. Das ist sehr nice. Und der FM16 ist ja mittlerweile draußen. Und einige haben sich, ja, was heißt die einige? Die meisten haben sich hier gewünscht auf dem Zweitkanal. Beziehungsweise auf dem der TBM-Kanal, dass ich jetzt den FM16 mache. Habe ich auch Bock drauf, muss ich sagen. Allerdings habe ich mich so gerade ein bisschen überspielt damit. Weshalb ich jetzt am Anfang vom Football Manager 16 noch nicht angefangen habe, den auf YouTube hochzuladen. Weil ich auch noch keinen Save hatte und ich hatte eigentlich mir ein bisschen was anderes vorgestellt. Trotzdem auch hier ist die Frage, was ihr euch wünscht. Weil
Gut, FM16 kann ich verstehen, allerdings habe ich diesen Zweitkanal natürlich nicht nur wegen FM16 gemacht, beziehungsweise wegen Football Manager insgesamt, sondern weil ich auch ein bisschen was neben FIFA machen wollte, weil FIFA wird natürlich auf die Jahre auch ziemlich langweilig, vor allem sehr, sehr anstrengend. Und wenn ihr da irgendwie meint, ja, ich hätte mal Bock zu sehen, wie du dich anstellst bei Hello Kitty World oder so, gut, das ist vielleicht nicht unbedingt, aber sowas ähnliches halt. Das schaue ich mir dann schon an, weil ich werde jetzt nicht sowas machen wie, keine Ahnung, Minecraft oder so oder Fallout, weil das sind so Spiele, die spiele ich dann für mich alleine, weil es ist für mich sozusagen ein Erlebnis, weil Fallout, ich zum Beispiel, also jetzt so als Beispiel, nicht, dass ich es geplant hätte oder so, habe ich jetzt schon seit 20 Spielstunden keine Hauptquest mehr gemacht. Also nur mal so zur Info, weil so eine Spiele, die sind dann für mich zumindest gar nicht so geeignet fürs Let's Play. Aber ein bisschen ist natürlich was natürlich noch geplant. Ich fastel mich gerade so ein bisschen, sorry. Für den Kanal in Sachen Fußball, was jetzt nicht mit Videospielen zu tun hat, allerdings sehr, 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 sehr früh noch in der Phase. Aber auch hier halt, wenn ihr noch was neben dem FM16 sehen wollt, ruhig in die Kommentare. Am besten dann, wenn ihr beide Kanäle abonniert habt. Abtrennen, wobei ich mir das schon denken kann, was FIFA braucht hier nicht abtrennen. Ich kann keine denken. Also sollte zumindest gut sein. Und FM16, ich denke mal, es wird kommen. Ich denke mal, ich werde aber ein bisschen eine Challenge machen daraus. Schauen wir einfach mal. Auf jeden Fall, sagen wir mal, zu 85% wird es kommen und zu 70% noch vor Neujahr. Weil ich werde jetzt ein bisschen noch für vorarbeiten. Momentan noch ein größeres Projekt am Start im Hintergrund, was jetzt halt nichts mit YouTube zu tun hat, aber danach ist frei. Gut, das also zum der TBM-Kanal, übrigens für die FIFA-Base-Abonnenten, wenn ihr Bock drauf habt. Ich meine, die komplette Serie vom FM15 ist da. Wenn ihr mal irgendwie ein paar Tage denkt, ach, ich habe nichts zu tun, ich hätte mal Bock, jemanden dazu zu schauen, macht's ruhig, abonniert den Kanal. Waren jetzt, glaube ich, 135 Folgen, ist ganz schön geil gewesen. Hat Spaß gemacht, aber das immer so nebenbei. Ich bin natürlich kein Zwing, also wenn ihr Bock habt, schaut ruhig mal hin, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Genauso halt wie andersherum. So, jetzt zum Allgemeinen wieder. Die beiden Kanäle sind abgefrühstückt. Ich muss mir das hier kurz auf meinem Zettel, der unfassbar voll gekritzelt ist, notieren. Und dann eine allgemeine Ankündigung. Ja, seitdem das FIFA-Base-Forum vor ein paar Monaten geschlossen wurde, haben wir natürlich jetzt keine Quelle irgendwie, wo man zum Beispiel Videos früher schauen kann. Und ich hatte mir auch schon länger überlegt, jetzt vielleicht mal eine Facebook-Seite zu machen, um halt euch ein bisschen besser zu informieren. Weil es hat ja nun mal nicht jeder Twitter, und auch wenn ich Twitter wirklich deutlich mehr mag als Facebook, ich bin überhaupt gar kein Facebook-Mensch, wirklich überhaupt nicht, ist es natürlich so zum Informieren deutlich besser, weil man kann längere Beiträge schreiben, Fotos und so weiter. Und deshalb habe ich jetzt meine Facebook-Seite online gestellt. Also wenn ihr da ein bisschen mehr Infos haben wollt und eine bessere Interaktion, dann könnt ihr die Facebook-Seite liken. Das fühlt sich so komisch an. Ich bin wirklich null Facebook-Mensch, aber gut. Die Interaktion ist dann natürlich größtenteils besser wegen den Fragen. Schneller wird sie trotzdem bei Twitter sein, weil ich bin eigentlich fast immer auf Twitter. Ich kriege die Nachrichten halt instant auf mein Handy und ja, Twitter bin ich eigentlich instant. Also das dürfte meistens viel, viel schneller gehen als Facebook. Aber natürlich, wie gesagt, nicht jeder hat Twitter, wobei Twitter weiterhin für mich meine Nummer 1 bleibt. Also, ja, da muss man schauen, ob man vielleicht das hinkriegen kann, dass ich die Folgen dort früher hinpacke. Das ist ein bisschen schwer, weil ich nicht genau den Zeitpunkt weiß, wo ich das machen müsste. Weil natürlich ein bisschen die Views da schwanken. Das ist mir sehr aufgefallen, als ich ein paar Experimente mit dem FIFA-Base-Forum gemacht hatte und den Zuschauerzahlen dann auf YouTube. Aber das darf dann meine Sorge sein. Also wenn es kommt, dann kommt's. Und ist auf jeden Fall geplant, weil ist ja schön, ne? Folgen früher zu sehen, ha? Exklusiv. Und generell kann man auf Facebook, glaube ich, ein bisschen mehr machen noch als auf Twitter. Also, ja, wird ein tolles Abenteuer. Gut, ja, wollte ich nur mal so sagen. Das waren knapp 10 Minuten jetzt an Infos. Habe ich noch irgendwas verpasst?
Eigentlich nicht. Wir haben FIFA Base durchgenommen, wir haben der TBM durchgenommen und wir haben Facebook angekündigt. Sehr nice. Gut. Ja, im Hintergrund habt ihr irgendeinen Scheiß gesehen. Ich denke mal Pack Openings vom Anfang von FIFA. Also, das waren die ersten 5 Tage oder so, wo ich noch Packs geöffnet habe und danach nicht mehr. Und es würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr dann in die Kommentare ein paar Wünsche postet. Also, ich bin für alles offen. Falls ihr irgendwie eine geile Idee habt, immer her damit. Weil, wie gesagt, jedes Jahr das gleiche muss ja auch nicht sein. Auch wenn Foot jetzt wieder zurück ist, ein bisschen frischer Wind. Kann ja nie schaden. Hat übrigens auch nichts mit Kreativlosigkeit zu tun, sondern einfach nur, weil ich mal hören möchte, was ihr so möchtet. Gut, das war's. Wir sind durch mit diesem Infovideo. Sollte irgendwas offen sein an Fragen, ruhig in die Kommentare. Ich lese das Schiss hier alles durch und wir sehen uns dann am morgigen Samstag beim Karrieremodus und Sonntag bei Foot wieder. Also, bis dahin. Tschüss.